Das letzte Mal haben wir uns klargemacht, was denn politische Systeme sind, beziehungsweise mit welchen Begriffen man dasjenige gut erfassen kann, was wir als politisches System untersuchen, weil nämlich Begriffe wie Staat zu eng sind, um unseren Gegenstandsbereich richtig abzubilden. Heute befassen wir uns damit, was man mit politischen Systemen so anstellen kann, etwa sie zu vergleichen. Und dann lautet die Frage natürlich, warum um alles in der Welt soll man sowas Verschiedenes, wie es politische Systeme sind, vergleichen? Hat man irgendetwas davon? Nun beginnen wir mit einigen Beobachtungen. Immer wieder empfindet man etwas als einen Missstand und fragt sich, ob man denn durch politische Maßnahmen nicht der Armut in dem Landesteil, der Verbrecherei in der Gegend, der Verelendung in diesen oder jenen gesellschaftlichen Schichten abhelfen könnte. Immer wieder empfindet man in anderen Gesellschaften etwas als gut. Das Gesundheitssystem, die Müllabfuhr, die Mülltrennung, was auch immer. Und fragt sich, wie man denn das, was man in einer anderen Gesellschaft als gut empfindet, in die eigene Gesellschaft übernehmen könnte. Immer wieder, leider Gottes, wirken sich politische Reformen etwas anders aus oder ziemlich anders aus, als man das gehofft oder vermutet hat. Man glaubt, es wird alles besser und man ist fortan beschäftigt mit dem Versuch, unerwünschte und ungewollte Nebenwirkungen gewollter Handlungen halbwegs wieder in den Griff zu bekommen. Immer wieder brechen Staaten zusammen und verursachen Folgekosten für die Betroffenen, aber auch, wenn man an den Zusammenbruch von Libyen denkt, an andere Staaten, sodass man sich fragt, wie kann man denn wohl bestandsfähigere politische Ordnungsformen aufbauen, die nicht so einfach zusammenbrechen, wenn sie in Stress geraten. Und immer wieder steht man vor der Frage, was man denn von einer politischen Ordnung halten soll. Und zwar jetzt nicht halten soll in der Weise, ach, ich bin Monarchist, es wäre so schön, wenn wir einen König hätten und den haben wir leider nicht, weil Kurt am Chiemsee mit seiner ehemaligen Gemahlin Händchen hält. Sondern in Ingenieursperspektive. Was soll man denn von diesem Computer halten? Ich will den zwar nicht kaufen, aber was ist davon zu halten? Was ist von jenem Auto zu halten? Was ist von jenem politischen System zu halten, wenn mich interessiert, mit welchen Tücken und Macken es funktioniert. Und obendrein als Bürger steht man immer wieder vor der Frage, wie soll man denn mit einer gegebenen politischen Ordnung umgehen, etwa mit der eigenen? Soll man sie unterstützen? Soll man zur eigenen politischen Ordnung auf Distanz gehen? Soll man in Opposition gehen? Soll man Widerstand betreiben? Soll man versuchen, sie abzuschaffen? Das ist eine für jeden, der politisch denkt, nicht unwichtige Frage. Tja, wie bringt uns das jetzt zur Frage oder zur Antwort auf die Frage, warum man politische Systeme vergleichen soll? Naja, blicken wir auf Ziele des Systemvergleichs und anschließend darauf, wie man diese Ziele erreichen könnte und auch tatsächlich erreichen kann. Wir wollen erkennen Grundmöglichkeiten der Konstruktion von politischen Systemen, und zwar von stabilen Systemen, die funktionieren, auch wenn sie unter Stress geraten. Wir wollen insbesondere herausfinden, wie man freiheitliche, wie man demokratische politische Systeme konstruieren und am Werk halten kann. Denn irgendeine notdürftige Diktatur kann man leicht hinbekommen, wenn man die notwendigen Machtmittel hat. Aber einen Staat, der auf Vielfalt und Widerspruch und die Absetzbarkeit der Regierenden gegründet ist, naja, sowas hinzubekommen und stabil zu halten, das ist schon etwas schwieriger. Wir wollen immer wieder Ansatzpunkte für wünschenswerte Reformen entdecken. Wir wollen sehen, was man tun kann, um das System zu verändern, idealerweise zum Besseren, wobei man darüber streiten kann, was das Bessere ist. Wir wollen immer wieder erklären können, warum denn etwas so läuft, wie es läuft, wie die Verursachungsketten sind, eben auch, um in diese Verursachungsketten eingreifen zu können. Wir wollen verstehen, warum Populismus entsteht, um eingreifen zu können in die Entstehungsprozesse von Populismus, in der Regel mit dem Ziel,
keinen Populismus mehr zu brauchen, weil das System ohnehin ordnungsgemäß funktioniert. Oder, was meine Lieblingsformulierung ist, und alles andere ist freilich auch nicht verkehrt, wir wollen Systemkenntnis erlangen, und zwar Systemkenntnis in dem Sinn, in dem wir den Begriff der Menschenkenntnis verwenden. Menschenkenntnis schreiben wir jenem zu, der einen Menschen kurz trifft, ein wenig mit ihm spricht und dann ein Urteil über diesen Menschen hat, das auch stimmt. Der also in kurzer Zeit herausbekommt, auf wen kann man sich verlassen, wer ist ehrlich, wer ist leistungswillig oder wer ist ein Stinkstiefel, der lediglich eine Fassade aufbaut. Es gibt Menschen, die Menschenkenntnis haben, es gibt solche, die keine haben. Und glauben Sie mir, es gibt Leute, die politische Systemkenntnis haben, also aus relativ wenigen Informationen ziemlich gut beurteilen können, was das für ein System ist und mit welchen Macken es funktioniert. Und es gibt Leute, die keine Systemkenntnis haben. Leider sind das die mehreren, aber wenn wir den Kreis der mehreren ein wenig verkleinern könnte, dass am Schluss dieses Semesters jeder von Ihnen auch politische Systemkenntnis im vorhin beschriebenen Sinn hat, dann wäre der Zweck dieser Vorlesung erreicht. So, das alles klingt schön und gut und ist auch schön und gut, bringt uns aber sofort zur Anschlussfrage, wie soll denn das konkret gehen? So, und jetzt offenbare ich Ihnen das gesamte Geheimnis der Vergleichsforschung. Wenn Sie das jetzt gedanklich mitvollziehen, gibt es überhaupt nichts Neues und Überraschendes mehr zu entdecken. Und tatsächlich ist vergleichende Forschung nichts Schwieriges. Vergleichende Forschung beginnt damit, dass man eine Frage hat, auf die sich eine verlässliche Antwort nur dadurch erarbeiten lässt, dass man einen Vergleich durchführt. Hä, was soll das heißen? Ja, das Beispiel steht doch da. Meine Frage lautet, und sie ist praktisch nicht unwichtig, durch welche staatliche Maßnahmen lässt sich Arbeitslosigkeit verringern? Natürlich kann ich sagen, ich bin so klug und weise, ich weiß das einfach. Natürlich kann man sagen, ja, ich bin überzeugt davon, dass es so geht, ich glaube das mal. Und folglich muss ich mich nicht auf Wirklichkeit einlassen, die würde mich ja aus meinem Glauben herausbringen. So wie Journalisten ab und zu sagen, oder wie behauptet wird, dass sie sagen, ich werde mir doch eine gute Geschichte nicht durch übertriebenes Recherchieren kaputt machen lassen. Wenn man ernsthaft an einer Antwort, auf die man sich verlassen kann, interessiert ist, muss man dann wohl politische Systeme vergleichen, die Arbeitslosigkeit mit Erfolg bekämpft haben und solche, die erfolglos waren. Aber man muss politische Systeme vergleichen, die bei den ergriffenen Maßnahmen eine ganze Spannweite des Möglichen abdecken. Also, die den Arbeitsmarkt sehr stark regulieren und die ihn völlig deregulieren. Welche staatliche Unterstützungsleistungen für Arbeitslosgewordene auf Null reduzieren und die Arbeitslosgewordenen noch lange Zeit ein ganz normales Leben ermöglichen. Um einfach zu sehen, wie denn was in welchen Fällen miteinander zusammenhängt, um aus all diesen Beobachtungen Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, was denn unter welchen Umständen funktionieren könnte. Zweitens, und implizit war ich schon an dieser Stelle, man macht sich klar, auf welche Wirklichkeitsmerkmale man wohl achten muss, wenn man eine zuverlässige Antwort etwa auf die Frage erarbeiten will, wie man denn staatlicherseits die Arbeitslosigkeit verringern kann. Wenn man nachdenkt, wenn man auf Fälle guckt, wenn man in die politische Diskussion blickt, könnte man etwa auf die Idee kommen, dass das Ausmaß der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes etwas mit Arbeitslosigkeit zu tun haben könnte. Oder die Sicherstellung größerer oder geringerer Arbeitslosenhilfe oder andere Maßnahmen. Kurzum, man muss sich klar machen, auf was man in den zu vergleichenden Fällen blicken muss. Und die technische Ausdrucksweise dafür lautet, man muss seine Vergleichskategorien festlegen. Man muss festlegen, anhand und entlang welcher analytischer Kategorien man die einzubeziehenden Fälle vergleichen will. Drittens, und das ergibt sich nun ziemlich selbstverständlich, man muss überlegen, welche Vergleichsfälle man denn einbeziehen muss. Es leuchtet ein, dass man bei allen wichtigen Merkmalen in den Vergleichsfällen danach trachten muss, die gesamte Spannweite der möglichen Merkmalsausprägung abzudecken. Ich wiederhole das von vorhin, weil es so wichtig ist.
Ich muss also Staaten einbeziehen, in denen die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit funktioniert hat und solche, wo das nicht funktioniert hat. Ich muss welche einbeziehen, wo der Arbeitsmarkt stark flexibilisiert ist und wo er nicht flexibilisiert ist. Wo Arbeitslose viel staatliche Unterstützung bekommen und wo es keine gibt. Das heißt, man muss anstreben, auf sämtlichen Vergleichskategorien Fälle zu haben, die ihrerseits die gesamte Spannweite des Möglichen abdecken. Denn nur dann kann ich ja herausfinden, was denn von dem, was ich untersuche, wie wirkt. Viertens, man betrachtet einen jeden Vergleichsfall nacheinander oder nebeneinander im Licht sämtlicher Vergleichskategorien. Jeden von meinen 5 Fällen schaue ich darauf an, wie erfolgreich war die staatliche Arbeitslosigkeitsbeseitigungspolitik, wie hat sich Arbeitsmarktflexibilisierung oder die ausbleibende oder die zurückgenommene auf die Arbeitslosigkeit ausgewirkt. Wie hängt Lohnkostenniveau und Arbeitslosigkeit zusammen und eben alles, worauf ich achte. Und das Ziel dieses Ansehens der einzelnen Vergleichsfälle pro Vergleichskategorie gleichzeitig oder nacheinander besteht darin, dass ich auf ein Aha-Erlebnis komme, dass ich irgendein Muster erkenne, dass mir irgendwelche Zusammenhänge auffallen. Und wenn mir keine auffallen, ja, gibt es vielleicht gar keine. Oder ich habe die falschen Fälle gewählt. Oder ich habe die falschen Vergleichskategorien gewählt. Oder ich habe nicht richtig hingesehen. Wenn ich Zusammenhänge, wenn ich Muster, wenn ich Regelmäßigkeiten entdecke, muss die Frage lauten, sind die wirklich da? Folge ich nicht Wunschdenken? Ich hätte gerne, dass es so wäre, darum interpretiere ich die Ergebnisse so, dass ich in meinen Vorabüberzeugungen bestätigt werde. Das wäre keine wissenschaftlich angemessene Herangehensweise. Also man versucht, Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn das gelungen ist, ja, dann formuliert man die Antwort auf die Forschungsfrage. Die Forschungsfrage lautete, wie lässt sich Arbeitslosigkeit bekämpfen? Und am Ende steht dann eine Handlungsanweisung mit all den Schwierigkeiten dieser Klasse von wissenschaftlichen Aussagen. Am Ende steht dann eine Handlungsanweisung, die ungefähr so lautet, tue Folgendes. Und das kann man dann in Koalitionsverträge, in Parteiprogramme, in politische Aktionspläne, in Regierungserklärungen hineinschreiben und auf dem Weg der Gesetzgebung von Verwaltungsvorschriften und so weiter ins Werk setzen. Und idealerweise funktioniert es, weil die Vergleichsforschung zuverlässige Ergebnisse erbracht hat. Und wenn es nicht funktioniert, tja, dann war irgendwo ein Fehler. Dass man für Vergleichsforschung natürlich ein Vorverständnis dessen braucht, was einen interessiert, ein Vorverständnis der Fälle, der angemessenen theoretischen Betrachtungsweisen, das liegt auf der Hand, das erwirbt man sich durch Einlesen. Und ohne, dass man sich einliest, kann man eh nicht forschen. So, das ist es alles auch gut und schön, aber sofort kommt dasjenige, was ein jeder über das Vergleichen weiß, auch wenn er überhaupt nichts weiß. Das, was jeder weiß, lautet, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann. Und ehrlich gesagt, das ist absolut falsch, denn ich werde Ihnen gleich zeigen, wie man Äpfel mit Birnen vergleicht und ich hoffe, dass Sie lebenslänglich diese Folie in Erinnerung haben. Und dass Sie, wann immer jemand sagt, Sie dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen oder Zitrone mit Orangen, dass Sie ihn dann eines Besseren belehren, weil Sie es besser verstanden haben. Schauen Sie, das ist wohl ein Apfel, das ist wohl eine Birne und ich nähere mich denen, weil ich gerade beim Einkaufen bin mit der Frage oder weil mir ein Obstkorb angeboten wird, was schmeckt mir besser? Und das ist keine wirklich an den Haaren herbeigezogene Frage. Sie haben sich diese Frage bestimmt schon öfters gestellt und sie öfters beantwortet. Folglich hat jeder von Ihnen schon Äpfel und Birnen entlang dieser Frage verglichen. Angenommen, Sie betreiben einen Gemüse- oder Obsthandel, dann ist die zweite Frage für Sie auch wichtig. Was hält sich denn länger? Was kann man wie lange bevorraten? Muss man wie schnell verkaufen? Äpfel oder Birnen? Naja, und wenn man ein wenig sich auskennt oder nachdenkt oder in sich hineinhört, je nachdem, um welche Frage es geht, kann man zur Frage 1 sagen, naja, aus den Gründen A und B schmecken mir Birnen besser als Äpfel oder umgekehrt. Und bei der Frage 2 kommt man vielleicht zum Ergebnis, aus den Gründen C und D halten sich Äpfel länger als Birnen. Ob die Antwort stimmt oder nicht, das ist jetzt ganz egal. Hauptsache, Sie sehen das Muster.
So, was haben wir denn jetzt gesehen? Wir fingen an mit einer Frage, die nur durch einen Vergleich hier zwischen Äpfeln und Birnen beantwortet werden konnte, wie auf der vorigen Folie beschrieben. Dann haben wir auf unsere Vergleichsfälle geblickt, weil sie die Frage direkt auf Äpfel und Birnen gerichtet hat, war klar, dass Äpfel und Birnen unsere Vergleichsfälle sind. Aus den Gründen A und B und C und D schmeckt mir das eine besser und ist das eine haltbarer als das andere. Was sind das? Ja, das sind die Vergleichskategorien. Wir haben Äpfel und Birnen verglichen, nach dem, was sie unterschiedlich haltbar macht oder mir unterschiedlich gut schmecken lässt. Das sind die Vergleichskategorien. Und am Ende haben wir eben eine Antwort gegeben, haben also die den Vergleich anstoßende Frage beantwortet. Fazit: Äpfel und Birnen kann man sehr wohl miteinander vergleichen. Ja, man muss sie oft sogar miteinander vergleichen, wenn man nämlich eine Frage hat, die nur durch einen Vergleich genau dieser Fälle beantwortet werden kann. Jetzt hoffe ich sehr, dass das jeder gut verstanden hat und keiner je wieder in diese sehr kindische Besserwisser- und Oberlehrerhaltung verfällt, wo er sagt, du hast Äpfel mit Birnen verglichen, weißt du nicht, dass das nicht geht? Es geht. So, was die Pfeile bedeuten, das sollten Sie selbst nachdenken. Sie bedeuten schon etwas. Warum geht die Sache mit dem Vergleichen so oft so grotesk schief? Sie geht deswegen so oft schief, weil die meisten Leute vergleichen und gleichsetzen miteinander verwechseln oder gar gleichsetzen. Vergleichen und gleichsetzen ist aber zweierlei. Gleichsetzen heißt, ich behaupte, dass A und B gleich sind und eben nicht verschieden sind. Ich sage, zwei Dinge sind gleich. Das ist Gleichsetzen. Vergleichen meint, dass man nachschaut, ob denn zwei oder mehr Dinge gleich oder verschieden sind. Vergleichen heißt nachsehen, wie es um Gleichheit, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit steht. Folglich ist Vergleichen die logische und die inhaltliche Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Entscheidung darüber treffen kann, ob zwei Dinge gleichzusetzen oder eben nicht gleichzusetzen sind. Nur durch einen Vergleich bekommt man also heraus, ob A und B gleich sind, also gleichgesetzt werden können, oder ob A und B verschieden sind, beziehungsweise wie sehr sie verschieden sind, sodass man sie vielleicht unter überhaupt keinen Umständen gleichsetzen kann. Und somit gilt, wer Gleichsetzen und Vergleichen gleichsetzt, weil er sich nämlich in so Diskussionen als Oberlehrer aufspielt und sagt, du kannst doch nicht eine Diktatur mit einer Demokratie gleichsetzen und die DDR mit der BRD vergleichen. Wer sich also hier als Oberlehrer aufspielt, kommt sich zwar vielleicht besonders klug vor, und auf Unkundige kann er vielleicht auch sehr klug wirken, aber er ist nicht klug. Er ist dumm. Und er ist sogar dreist, wenn ein solcher Typ anschließend auch noch sagt, man könne gar nicht A und B vergleichen, also die BRD und die DDR oder Nordkorea und Südkorea, weil doch offenkundig Nordkorea so stark von Südkorea verschieden sei. Ja, wie kriege ich denn raus, ob etwas verschieden ist? Ja, doch nur durch einen Vergleich. Und wenn jemand Ihnen erklärt, dass man Kapitalismus und Kommunismus nicht miteinander vergleichen könnte, dann fragen Sie ihn bitte, warum das nicht geht. Und er wird Ihnen genau jene Vergleichskategorien nennen, auf denen Kapitalismus und Kommunismus unterschiedliche Werte annehmen. Er wird also exakt einen Vergleich durchführen, um Ihnen, unklar denkend wie er ist, nachzuweisen, genau das, was er gerade tut, nämlich zu vergleichen, ginge gar nicht. Und warum kommen Intellektuelle simpel auf solche dämlichen geistigen Operationen? Weil sie vergleichen und gleichsetzen, gleichsetzen. Ich hoffe, dass das nie wieder jemand von Ihnen tut, obwohl ich fürchte, dass die meisten von Ihnen das schon mehrfach getan haben. Also, wer vergleichen und gleichsetzen, gleichsetzt, ist nicht besonders klug, sondern hat sich geistig verrannt. Im schlimmsten Fall weiß er sogar, dass er eine intellektuell gänzlich untergewichtige Operation durchführt. Er will verhindern, dass ein anderer zwei Dinge vergleicht, weil der Vergleich Ergebnisse zutage fördern könnte, die er nicht gerne hat, von denen er nicht gerne möchte, dass andere sie erkennen. Beispielsweise war es zur Zeit der deutschen Teilung unter fortschrittlichen Menschen sehr verpönt,
die Repressionsapparate des Nazireiches mit den Repressionsapparaten der DDR zu vergleichen. Weil doch die Nazis und die antifaschistische DDR was völlig Verschiedenes sind. Man kann das doch nicht gleichsetzen und folglich darf man es nicht vergleichen. Ja, warum nicht? Fühlt es sich denn für einen, der eingeknastet wird, so völlig anders an, ob er in Dachau oder in Bautzen im Knast sitzt? Funktioniert denn Repression ganz unterschiedlich, je nachdem, zu welchen Zwecken man Repression betreibt? Die meisten Leute wollten einfach nicht das Augenmerk darauf gerichtet sehen, dass es auch in der DDR ziemlich übliche Repressionsapparate gab. Deswegen hat man Vergleiche unterbunden, weil man ihre Ergebnisse nicht wollte. Und jeder von Ihnen, der je wieder in die Neigung kommt, zu sagen, die zwei Sachen kann man doch nun wirklich nicht miteinander vergleichen, der sollte in sich hineinhören und sich fragen, bin ich vielleicht an einem Vergleich einfach deswegen nicht interessiert, weil ich durch einen Vergleich etwas erkennen könnte, von dem ich lieber hätte, es gäbe es nicht. Denn wenn das Vergleichsergebnis wirklich das zeigt, was es zu zeigen droht, dann müsste ich mein eigenes Denken etwas verändern. Und ich hoffe, Sie merken, dass das Thema von heute viel zu tun hat mit der jeweils eigenen intellektuellen Biografie und damit, wie man sich zu sich selbst verhält, wie man selbst sein eigenes Denken mitgestaltet und kontrolliert. Und wenn Sie allein nur das mitnehmen aus dieser Vorlesung, hätten Sie schon etwas ziemlich Wichtiges mitgenommen. Auch hier denken Sie bitte selbst über die Pfeile nach. Die haben immer einen tieferen Sinn, aber den ausfindig zu machen, ist Ihre Aufgabe. Jetzt kommen wir zur schönsten Folie. Das ist die Folie, was kann man miteinander vergleichen? Und die Antwort, die einzig richtige Antwort lautet, vergleichen kann man alles. Vergleichen kann man wirklich alles. Äpfel mit Birnen, ich habe es Ihnen vorgeführt. Sie können vergleichen den Papst mit Genghis Khan. Dann kriegen Sie wahrscheinlich raus, dass Genghis Khan ziemlich viele Leute umgebracht hat oder an der Spitze seiner Heere hat umbringen lassen, aber Franziskus relativ wenige Leute durch Kriegszüge umgebracht hat. Ob das relevant ist, das steht auf einem anderen Blatt. Denn Vergleiche werden ja von Fragen angeleitet und nicht jede Frage muss eine wichtige oder sinnvolle Frage sein. Sie können vergleichen Kriegshändel mit Georg Friedrich Händel. Ich wüsste zwar keine Frage, die einen solchen Vergleich nahelegte, außer der Frage, wie man zeigen kann, dass man wirklich alles miteinander vergleichen kann. Aber wenn Sie das vergleichen, kriegen Sie raus, das sind zwei völlig verschiedene Wirklichkeitsbereiche. Sie können gerne mich vergleichen mit Adolf Hitler. Ich werde Sie nicht einmal anzeigen und einer Geldstrafe zuführen. Wenn Sie mich gleichsetzen würden, dann würde ich Ihnen erstens sagen, Sie sind ziemlich dämlich. Und zweitens, wenn Sie darauf bestehen sollten, würde ich mir juristische Schritte überlegen. Aber wenn Sie mich einfach mit Hitler vergleichen, dann würden Sie erkennen, beide von uns sind Mannsbilder. Beide von uns stammen aus Süddeutschland. Der eine von uns ist mit 50 Jahren deutscher Staatschef gewesen. Das bin ich mit über 60 immer noch nicht. Und der eine war ein Massenmörder. Ich bin mir aber nicht bewusst, dass ich überhaupt nur einen einzigen Menschen hier umgebracht hätte. Also Sie können mich gerne vergleichen und entdecken durch den Vergleich, dass jede Gleichsetzung ziemlich albern wäre. So, jetzt ist klar, dass man alles miteinander vergleichen kann und zugleich wurde deutlich, dass man sinnvollerweise nur solche Fälle vergleichen kann, die einem hinsichtlich einer durch den Vergleich zu beantwortenden Frage etwas zu sagen haben. Ein Vergleich, zu dem es keine vernünftige Frage gibt, ist überflüssig. Das heißt, aus einer Theorie, mit der man sich einem Gegenstand, welcher einen interessiert, nähert, ergibt sich, was es denn zu vergleichen gilt. Und was gerne unverglichen bleiben kann. Zugleich muss man aber schon auch sehen, dass sinnvolle Vergleiche nur dort möglich sind, wo man Informationen über die Vergleichsfälle erhalten kann. Ich würde ja so gerne das Regierungssystem der Inka
mit dem Regierungssystem derer vergleichen, die die Induskultur hervorgebracht haben. Tja, leider Gottes gibt es über das Regierungssystem derer, die die Induskultur hervorgebracht haben, noch weniger Daten, als wir über das Regierungssystem der Inka haben. Folglich ist die Vergleichsfrage zwar schön, der Vergleich wäre interessant, er geht aber nicht, weil wir zu wenig Daten haben. So viel dazu, was man vergleichen kann und unter welchen Umständen. Jetzt schauen wir auf die Logik des Vergleichens, die wir auf der ersten Folie im Grunde schon dargestellt haben und ziselieren das noch ein wenig weiter aus. Es beginnt alles damit, dass man eine Frage hat, die nur durch einen Vergleich beantwortet werden kann. Typische Fragen dieser Art, die Ihnen auch für die Geleitung durch Ihr Pro-Seminar wichtig sind, typische Fragen dieser Art sind: Wann ist etwas der Fall? Warum ist etwas der Fall? Wie lässt sich das folgende Problem lösen? Welche Problemlösungen scheiterten bislang in der Regel? Nicht sinnvoll sind Fragen vom Typ, was ist gleich, was ist verschieden? Denn wenn ich vergleiche, brauche ich ja Vergleichskategorien in Hinsicht, auf welche ich Gleiches und Verschiedenes entdecken kann. Die angemessenen Vergleichskategorien erschließen sich mir aber nur, wenn ich eine Forschungsfrage habe, die mich dafür sensibilisiert, worauf in der Wirklichkeit ich achten müsste. Dann stelle ich also fest, was denn die für jene Frage geeignetsten Vergleichskategorien sind. Beim Vergleich von Äpfeln und Birnen sind ziemlich geeignete Vergleichskategorien jene, die da angegeben sind und die ich Ihnen nochmal vor Augen geführt habe, Geschmack und Haltbarkeit nämlich. Beim Vergleich von politischen Systemen oder von politischen Ideologien sind naturgemäß andere Vergleichskategorien ratsam. Wenn man weiß, welche Frage man beantworten will, wenn man weiß, was geeignete Vergleichskategorien sein könnten, dann bringt man in Erfahrung, was denn über seinen Gegenstand, den man erkunden will, schon bekannt ist. Und damit kommen wir zur Rolle von Theorie. Das sind Soldaten, die gerade einen üblen Feind besiegt haben, nach einem blutigen Krieg. Das kann uns als Politikwissenschaftler zumal auf die Frage bringen, wie lassen sich Kriege verhindern? Naja, wir belesen uns, wir reden mit Leuten, wir denken schon was, wir formulieren also eine Ausgangstheorie, die mündet in eine Forschungsfrage präziser Art, ob nämlich Beschwichtigungspolitik genauso gut wie Drohungspolitik funktionieren kann, oder mündet in eine andere Forschungsfrage. Im Licht der Forschungsfrage und der Vergleichskategorien, die sie impliziert oder benennt, also wir brauchen Fälle mit Beschwichtigungspolitik und ohne Beschwichtigungspolitik. Wir brauchen Fälle mit Drohung mit Gegengewalt und Fälle ohne Drohung mit Gegengewalt. Wir brauchen Konflikte, die in Krieg gemündet sind und Konflikte, die nicht in Krieg gemündet sind. Also aus den analytischen Kategorien, die in der Forschungsfrage stehen oder von ihr impliziert werden, haben wir Hinweise darauf, nach welchen Vergleichsfällen wir suchen, welche Vergleichsfälle wir einbeziehen müssen. Geleitet von diesen analytischen Kategorien beschaffen wir uns für die einzubeziehenden Vergleichsfälle die nötigen Informationen, in unserem Fall durch Lesen, durch Recherchieren, durch gleich was. Beschaffen uns die Informationen, machen also Datenerhebung und Datenanalyse. Und am Ende haben wir eine Ergebnistheorie, also Aussagen, die wir anhand unserer Fallkenntnisse erarbeitet haben darüber, wie sich denn wohl Kriege verhindern lassen können, wenn man schon in einer Krise ist. Das ist dann die Antwort auf die Forschungsfrage. Das heißt, Vergleichen ohne Theoriearbeit macht überhaupt keinen Sinn. Denn ohne Theoriearbeit weiß man weder im Hinblick, worauf man etwas vergleichen soll, noch welche Vergleichsfälle man einbeziehen soll. Ohne dass der Vergleich da auf falsche, unzulängliche, wenig ergiebige Fälle gegründet, falsche oder irreführende Ergebnisse bringt. Was machen wir dann? Wir machen uns, sofern es schon Theorien gibt oder wir so eine Ausgangstheorie für uns formulieren, wir machen uns klar, welche Zusammenhänge zwischen den Vergleichskategorien, also zwischen den in die Vergleichsuntersuchung einbezogenen Variablen, theoretisch zu erwarten sind. Wir machen uns klar, was denn das interessierende, durch Vergleiche zu studierende Phänomen erzeugt, ins Werk setzt. Das heißt, wir formulieren ein Erklärungsmodell. Also, im Erklärungsmodell geben wir an, was erklärt werden soll.
Ausbruch von Krieg etwa. Das nennen wir auf Wissenschaftsdeutsch die abhängige Variable. Unser Nachdenken, unsere Ausgangstheorie, das, was wir wissen oder zu wissen glauben, das fassen wir in eine Auflistung von Erklärungsfaktoren, auf Wissenschaftsdeutsch unabhängige Variablen genannt. Etwa in unserem Fall, wenn wir Arbeitslosigkeit bekämpfen wollen, achten wir darauf, welche Rolle vielleicht die Lohnkosten spielen, welche Rolle vielleicht die Auftragslage der Unternehmen einer gegebenen Wirtschaft spielt. Wenn wir nicht ganz naiv sind, werden wir auf die Idee kommen, dass es so ganz einfache Zusammenhänge zwischen Lohnkosten und Arbeitslosigkeit nicht gibt, sondern dass der Zusammenhang unterschiedlich sein wird, je nachdem, mit welchen Preisen und folglich mit welchen eingepreisten Löhnen die Konkurrenten der Unternehmen einer gegebenen Volkswirtschaft agieren. Das heißt, wir werden auf intervenierende Variablen sinnen, auf jene Variablen, die Bedingungen erfassen, unter denen eine von uns zur Erklärung herangezogene Wenn-Dann-Aussage stimmt oder wahrscheinlich nicht stimmt. Das heißt, wir haben intervenierende Faktoren, intervenierende Variablen. Und auf die Weise umfasst dann unser Erklärungsmodell mindestens 4 Variablen und umfasst mindestens 4 Wenn-Dann-Aussagen. Tja, und ob das alles stimmt, was wir so erklären, wie kommt es zur Arbeitslosigkeit? Das werden wir am besten dadurch überprüfen, dass wir auf Fälle gucken, in denen die Arbeitslosigkeit gering, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist, wo die Lohnkosten hoch sind, wo die Lohnkosten gering sind, wo die Auftragslage der Unternehmen gut ist, wo die Auftragslage der Unternehmen schlecht ist, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis der Mitbewerber dem in einer gegebenen Volkswirtschaft überlegen ist und wo es dem unterlegen ist. Mindestens solche Fälle werden wir einbeziehen müssen, wenn wir die Chance haben wollen, unsere theoretischen Überlegungen durch Vergleich von Fällen zu überprüfen, ob sie nämlich stimmen. Und natürlich können hinter dem, was wir in so ein Erklärungsmodell einstellen, als unabhängigen Variablen weitere Wirkungsfaktoren am Werke sein. Das sind die sogenannten Hintergrundfaktoren oder Hintergrundvariablen, die wir, je nachdem, was unsere forschungsleitende Theorie uns sagt, eben auch in unsere Analyse einbeziehen müssen. Wir haben also in unserem Erklärungsmodell, so einfach wie es hier ist, 4 analytische Kategorien. Die eine, die D-Kategorie, umfasst die abhängige Variable, das zu erklärende oder durch Politik zu verändernde. Die Kategorien A und B erfassen 2 von der Theorie uns an die Hand gegebene unabhängige Variablen und die analytische Kategorie C umfasst mindestens eine intervenierende Variable. So, wie geht es dann weiter? Jetzt, wo wir die Forschungsfrage haben, wo wir wissen, was unsere Vergleichskategorien, also die einzubeziehenden Variablen sind, jetzt, wo wir unsere Vortheorie spezifiziert haben in einem Erklärungsmodell und unsere Frage also lautet, stimmt denn unser Erklärungsmodell oder was ist daran falsch? Jetzt müssen wir konkret die Vergleichsfälle aussuchen. Und zwar genau so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wir müssen eine Stichprobe ziehen, das will ich jetzt nicht im Einzelnen behandeln. Wichtig ist, dass wir hier bei Vergleichsstudien im Bereich von theoriegesteuerten Stichproben sind. Bei Vergleichsstudien haben wir in der Regel so gut wie nie repräsentative Stichproben, die auf Zufallsauswahlen beruhen. Wir haben sehr, sehr selten Quotenstichproben. Wir haben in der Regel bei sozialwissenschaftlichen Vergleichsanalysen sehr, sehr wenige Fälle. 2 Fälle, 3 Fälle, 5 Fälle, bis zu 20, 30 Fälle, mehr haben wir in der Regel nicht. Und diese Fälle können wir naturgemäß nicht durch das normale sozialwissenschaftliche Stichprobenziehen nach dem Zufallsprinzip auswählen, sondern wir müssen uns überlegen, welche Fälle wir denn brauchen, um unser Erklärungsmodell zu testen. Und bei diesen theoriegesteuerten Stichproben ist das Wesentliche dasjenige, was ich schon 2-mal gesagt habe und jetzt zum 3. Mal zuspitze oder abschließend formuliere. Wir müssen unsere Untersuchungsfälle so auswählen, dass die gesamte Bandbreite aller wichtigen analytischen Kategorien in der Fallauswahl abgedeckt ist. Und nochmal, damit das gut verstanden wird. Also Fälle mit hoher und mit niedriger Arbeitslosigkeit. Fälle auf der Grundlage unseres Erklärungsmodells mit hohen Lohnkosten und mit niedrigen Lohnkosten.
mit guten Auftragslagen der Unternehmen und mit schlechten Auftragslagen, mit einem für eine Volkswirtschaft günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis der Mitbewerber und einem ungünstigen Preis-Leistungs-Verhältnis der Mitbewerber. Das muss unsere Fallauswahl steuern. Und es kann im Einzelfall ziemlich schwierig sein, weil die Natur und die Gesellschaft uns oft nicht den Gefallen tut, alle Fälle bereitzuhalten, die wir betrachten müssten. Oder für alle Fälle, die es im Prinzip gibt, auch die entsprechenden Daten verfügbar zu haben. Dann gelangt Vergleichsforschung an ihre von der Wirklichkeit selbst vorgegebenen Grenzen. Anschließend, wenn klar ist, was ist meine Forschungsfrage, wenn klar ist, was sind die einzubeziehenden Vergleichskategorien, wenn klar ist, was sind die einzubeziehenden Fälle, muss man sich eine Datenerhebung machen, muss also die nötigen Informationen zusammentragen. Wie geschieht das beim Vergleich politischer Systeme typischerweise? Naja, man begibt sich ins Internet oder in die Bibliothek und sucht Schrifttum über die Fälle, die man vergleichen will. Monographien, Ländermonographien, Politikmonographien. Am schönsten ist es, wenn man in Sammelbändern parallele Ideografien zu verschiedenen Ländern findet, zu verschiedenen Vergleichsfällen findet, wo die Daten genau so zusammengestellt sind, wie es zur eigenen Forschungsfrage passt. Dann hat man einen Sechser im Lotto. Die Sechser im Lotto sind in der Wissenschaft aber auch sehr selten. Wenn es solche Sammelbände nicht gibt, muss man sich die Informationen aus vielen Einzelpublikationen zusammenholen und zusammenziehen, also Bibliografien, Literatursichten, das Zeug zusammenstellen. Und es kann sein, dass es noch überhaupt keine Daten gibt. Ja, dann muss man die Daten, die man für seine Vergleichsstudie braucht, selbst erheben und in entsprechenden Datensätzen zusammenbasteln. Bibliografien, Sichten, Lesen, genannt auch Sekundäranalyse oder Meta-Analyse, ist der eine typische Forschungsstrang. Der andere ist dann Primärforschung. Man holt die Daten selbst zusammen, man erhebt sie mittels der geeigneten Methoden der Inhaltsanalyse. Also man geht Bücher, Aufsätze und so weiter durch. Im Internet recherchiert man nach Daten. Fachdatenbankanalyse im Übrigen gehört dazu. Und man führt Befragungen durch, beobachtet, macht Experimente. Naja, Simulation kommt relativ selten für vergleichende Studien in Frage, ab und zu freilich schon. So, was machen wir dann? Wir müssen die Daten, die wir erhoben haben, analysieren. Die dortigen Informationen aus den Daten herausquetschen oder in ihnen sichtbar machen. Was man da zu tun hat, ergibt sich leicht aus der Betrachtung dessen, was denn logisch an Datenstruktur entsteht. Und versuchen Sie jetzt, diese Folie gut zu verstehen. Das kann Ihnen für Ihr, würde ich fast sagen, ganzes intellektuelles Leben von Nutzen sein. Und für die Zeit des Studiums ohnehin. Schauen Sie, das ist eine Datenmatrix oder wird eine Datenmatrix werden. Oben in der ersten Zeile tragen wir die spaltendefinierenden analytischen Kategorien ein. Also welche Merkmale meiner Untersuchungsfälle muss ich ansehen? Arbeitslosigkeit, Lohnkosten, Wettbewerbslage und so weiter. Und in den Zeilen, benannt in der Vorspalte, stehen meine Fälle. Deutschland, Frankreich, Somalia, Fidschi-Inseln, China, USA, Mexiko, Südsudan, weiß der Teufel was. Ich schaue nun, wie ich es vorhin gesagt habe, einen jeden meiner in den Vergleich einzubeziehenden Fälle entlang einer jeden analytischen Kategorie an. Ich suche nach den geeigneten Daten im Fall 1 für Arbeitslosigkeit, im Fall 2 für Arbeitslosigkeit und so weiter. Ob ich das in Dokumenten finde oder ob ich Interviews mache, das ist Jacke wie Hose. Das Wesentliche ist es, für jede Zelle dieser Datenmatrix muss man Beobachtungen machen, korrekte Beobachtungen, muss man das, was der Fall ist, festhalten. Ob im Computer, in einer wirklichen Excel-Matrix oder in Ordnern, Karteikarten oder in einer Wüstenmenge von Schmierzetteln, macht logisch keinen Unterschied. Aber in der Leichtigkeit der Handhabung und des Wiederfindens von einmal besessenen Informationen macht es einen gewaltigen Unterschied, weswegen man immer die bestmögliche Strategie zur Erstellung einer solchen Datenstruktur
wählen soll, meistens ist das, dass man diese Sachen elektronisch speichert. Also für jeden Fall macht man im Licht einer jeden Kategorie die notwendigen Beobachtungen, stellt also fest, wie schaut es aus mit Auftragslage, mit Preis-Leistungs-Verhältnis von Mitbewerbern in den Fällen des vorigen Beispiels. Das Problem bei Vergleichsstudien, wie überhaupt bei sozialwissenschaftlichen und allen Studien, sind fehlende Daten. Es kann sein, dass man für Fälle keine Daten kriegt, dann muss man den Fall aus seiner Analyse ausschließen. Es kann sein, dass man für Fälle nicht für jede analytische Kategorie dasjenige beobachten kann, was man wissen müsste. Ja, dann entstehen leere Zellern. Wenn es zu viele sind, hat man Pech. Wenn es wenige sind, hat man Glück. Der Tüchtige hat sehr oft Glück in der Wissenschaft. Untüchtige freilich ab und zu auch. So, logisch macht es keinen Unterschied, in welcher Form dieses Ding da verfügbar ist, aber wenn Sie die Chance haben, eine echte Datenmatrix, die man dann mit geeigneter Software weiter analysieren kann, aufzubauen, sollten Sie das tun. Und die Antwort auf die Forschungsfrage, auf die Vergleichsfrage, etwa wie lässt sich Arbeitslosigkeit bekämpfen, wird erarbeitet, genau indem man so eine Datenmatrix auswertet. Aha, und wie werte ich das aus? Naja, Häufigkeitsverteilungen, Korrelationsmaße, also Statistik, Hermeneutik, schauen, ob man irgendwo ein Muster findet. Und dann gibt es noch etwas, das heißt QCA, Qualitative Comparative Analysis, beruhen auf boolscher Algebra, igitt, igitt. Aber ich werde Ihnen davon noch ein bisschen was sagen. So, jetzt haben wir die Datenerhebung abgeschlossen. Jetzt vergleichen wir die Fälle entlang der Kategorien, analysieren jene Informationen. Und jetzt zeige ich Ihnen genau das, was man beim Vergleichen tut, was Sie schon wissen, aber sich bitte auch einmal ausdrücklich klar machen sollen. Bitte. Bitte lauter, sonst versteht Sie hinten niemand. Sie wollen wissenschaftliche Studien daraufhin vergleichen, wie selektiv sie sind, oder was ist? Ja, das wäre eine Möglichkeit zu sehen, wie viele Fälle mit welcher Spannweite der Merkmalsausprägungen in die Untersuchung eingehen. Wenn Sie nur einen einzigen Fall aussuchen und wollen eine Frage beantworten, wie lässt sich Arbeitslosigkeit beseitigen, wird das wahrscheinlich keine gute Idee sein. Also, technisch gesprochen, das NV-Verhältnis, das Verhältnis zwischen der Fallzahl und der Variablenzahl, ist ein wichtiger Indikator dafür, wie breit und belastbar die Basis einer sozialwissenschaftlichen Studie ist. Aber auch hier sind die Zusammenhänge komplexer, als in meiner kurzen Antwort aufscheinen. Dazu an anderer Stelle mehr. Danke für die Frage. So, was tut man beim Vergleichen? Und ich bitte Sie sehr, sich klarzumachen, dass Sie genau das tun, nur nicht immer systematisch. Und ich rate Ihnen, den Vorsatz zu fassen, künftig bei jedem Vergleichen, auch wenn Sie mich mit Adolf Hitler vergleichen, genauso vorzugehen, wie auf dieser Folie beschrieben. Das Erste ist, man braucht eine Frage. Wie könnte die Frage beim Vergleich von mir und Hitler lauten? Ich habe keine Ahnung. Aber angenommen, Sie haben irgendeine Frage, dann setzt diese Frage die ganze Vergleichsforschung überhaupt erst in Gang. Sie haben durch Theoriearbeit geeignete analytische Kategorien ausfindig gemacht, A, B, C und D, wie bei meinem vorigen Beispiel mit der Arbeitslosigkeit. Sie haben durch langes Nachdenken und Überprüfen und sich Belesen herausgebracht, dass Sie die drei Fälle X, Y und Z untersuchen müssen. Soweit sind wir jetzt. Und Sie haben sie beobachtet im Licht jeder Kategorie und haben Ihre Datenmatrix aufgebaut. Das ist der Punkt, zu dem wir jetzt gediehen sind. Jetzt machen Sie den Vergleich, indem Sie X und Y und Z im Licht von A ansehen, also Häufigkeitsverteilungen machen etwa, indem Sie X, Y und Z im Licht von B ansehen, das alles im Licht von C ansehen, das alles geleitet von der analytischen Kategorie D ansehen. Und wenn es jetzt mehr als vier analytische Kategorien haben, wie es meistens der Fall ist, wird das alles noch etwas komplexer. Das, was Sie jetzt vor sich haben, ist sozusagen ein riesiges Chaos, ein riesiges Dickicht, ein riesiger Dschungel von lauter Zusammenhängen.
Und die datenanalytische Herausforderung bei der Vergleichsanalyse besteht darin, in diesem Durcheinander irgendeine Struktur zu finden. Und das ist keine triviale Aufgabe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um durch diese Analyse die Antwort auf Ihre Forschungsfrage zu finden. Hermeneutik ist es immer zunächst angebrachte, scharf hinschauen, Vorwissen mit den Daten abgleichen, sich von den Befunden belehren lassen. Wie auf meiner Folie aus der Methodenvorlesung über die hermeneutische Methode aufgemalt. Es kommt darauf an, ein Verständnis zu entwickeln für die Konfigurationen von dem, was gleich und was unterschiedlich ist in den Fällen, was gemeinsam auftritt, was nie gemeinsam auftritt. So lange, bis man zum Aha-Erlebnis gekommen ist. Jetzt, wo ich das alles vor Augen habe, leuchtet doch ein, dass die und die Zusammenhänge bestehen und die nicht. Wie konnte ich nur je auf die Idee kommen, etwas anderes als das jetzt Gesehene in der Wirklichkeit zu entdecken? Ab und zu geht das aber nicht, weil es zu komplex ist. Dann hilft in der Regel die Statistik. Multivariate statistische Analyse und wohlgemerkt, statistische Modelle gibt es ab dem Niveau der Nominalskala, also ab dem Niveau, wo Sie sagen können, das ist der Fall, das ist nicht der Fall. Das kommt vor, das kommt nicht vor. Ab diesem Moment können Sie sehr raffinierte, sehr komplexe Methoden multivariater Statistik einsetzen. Nur nicht bei der klassischen politikwissenschaftlichen Vergleichsanalyse. Warum? Weil statistische Modelle große Fallzahlen voraussetzen. Und sie haben typischerweise keine großen Fallzahlen. Folglich nutzt Ihnen jetzt dieser Hinweis darauf so furchtbar viel nicht. Der hilft Ihnen, wenn Sie große Fallzahlen haben, also wenn Sie Vergleiche zwischen Bevölkerungsteilen Deutschlands machen, im Licht darauf, welche Bevölkerungsgruppen lieben Angela Merkel sehr stark oder weniger stark. Welche Bevölkerungsgruppen wählen gerne die AfD und welche überhaupt nicht die AfD. Also wenn Sie bei einer Bevölkerungsstichprobe von n gleich 1500 die geeigneten Variablen erhoben haben, dann können Sie wunderbar eine solche Datenmatrix multivariat statistisch analysieren. In der Politikwissenschaft bei unseren Small-N-Vergleichen nur wenige Fallzahlen nicht. Unser Problem ist genau das NV-Problem. Viele Variablen, weil die Gegenstände komplex sind, wenige Fälle. Tja, was machen wir dann? Dann kommen wir eben zu diesem Reagan-Ansatz. Qualitative Makrovergleiche auf der Grundlage von Wahrheitswertstafeln und boolescher Algebra, das lehren wir in der Regel im Masterstudium. Sie finden darüber auch bei uns im Internet über die Lehrstuhl-Webseite Texte, Anleitungen, Foliensätze. Frau Ladwig, gucken Sie mal nach, ob die wirklich leicht zugänglich sind, die Foliensätze über QCA. Wenn nicht, dann machen wir sie bitte zugänglich. Das lässt sich im Rahmen einer Einführungsvorlesung nicht behandeln, aber hier gibt es jede Menge von Möglichkeiten. Und wenn man näher hineinguckt in die Methodologie von vergleichender Fallstudienforschung, entdeckt man da noch mehr, aber das ist auch ein Kurs, der gesondert von der Einführungsvorlesung immer wieder gelehrt wird. Das sind also die Grundmethoden der Datenanalyse, hermeneutisch, Statistik, soweit es geht, qualitative Vergleichsanalyse. So, und was haben wir jetzt? Ja, wir formulieren die Vergleichsergebnisse in Gestalt einer Antwort auf die Forschungsfrage. Was ist der Ertrag von Vergleichsstudien? Es ist ein Zugewinn an übersichtlich geordneten Kenntnissen über Dinge, die uns in der Politikwissenschaft und in einer sonstigen Disziplin interessieren. Wir bekommen geordnetes Faktenwissen. Wir wissen, was in dem Fall, in dem Fall, in dem Fall der Fall ist. Wir kriegen Wirklichkeitskenntnis und das ist nicht schlecht. Wir können auf der Grundlage von Vergleichsergebnissen Vermutungen über Zusammenhänge überprüfen, sie zurückweisen oder bekräftigen. Wir finden heraus, von welchen Bedingungen abhängt, ob ein Zusammenhang besteht oder nicht besteht. Das heißt, wir können sogenannte bedingte Hypothesen testen und am Schluss wissen, unter welchen Bedingungen was der Fall ist. Das, was wir auf diese Weise herausgefunden haben, findet Eingang in Theorien mittlerer oder größerer Reichweite, die erklären, warum etwas der Fall ist, die erklären, warum ein Zusammenhang besteht oder eben nicht besteht. Das heißt, wir generieren Erklärungswissen zusätzlich zum Zusammenhangswissen, zusätzlich zum Faktenwissen.
Und wir verdichten unsere Vergleichsergebnisse in Merkmalsräumen, in Typologien, in Klassifikationen. Die Folien rate ich selbst zu studieren, mit Ausnahme einer einzigen Foliensequenz, nämlich der zu Typologien, weil wir über Typologien immer wieder im Rahmen der ganz normalen politikwissenschaftlichen Anfängerausbildung auch zu reden haben. Und darum machen wir uns klar, was denn Typologien als Ergebnisse von Vergleichsstudien sind. Selbst schauen Sie sich bitte alles an, was über Merkmalsräume und Klassifikationen zu lernen ist. Na, das kommt hier. Warum funktioniert jetzt der Hyperlink nicht? Vielleicht, weil am Schluss noch einmal diese Folie kommt. Na gut, wir werden sehen. Später noch mehr zu Typologien. Und wir kommen zur Formulierung von neuen Hypothesen auf der Grundlage dessen, was wir ausfindig gemacht haben. Denn es ist nun einmal so, wenn man zwei Fragen beantwortet hat, tauchen einem gleich drei weiterführende Fragen auf. Meistens zumindest. So, damit haben wir die Logik des Vergleichens bis hin zur Zusammenstellung von Vergleichsergebnissen, Typologien, Merkmalsräumen und Klassifikationen angesprochen, wobei wir über Typologien noch ein wenig weiter reden müssen. Was sind die nötigen Vorarbeiten für einen sinnvollen Vergleich? Was muss ich also tun, um das alles, was ich jetzt beschrieben habe, ordnungsgemäß ablaufen lassen zu können? Ja, es beginnt mit Theoriearbeit. Die Forschungsfrage ist präzise zu formulieren, und zwar als direkter deutscher Fragesatz. Als kurzer, direkter deutscher Fragesatz. Schauen Sie, wie oft habe ich schon für Bachelorarbeiten oder sonstiges Vorschläge für Themen oder Forschungsfragen gehört, wie die folgende. Ich möchte herausfinden, ob es denn möglich wäre, dass die Fidschi-Inseln und Somalia im Bereich der Wirtschaftspolitik, angenommen der Internationale Währungsfonds, würde seine Politik verändern, zu einigen Vereinbarungen kommen, die womöglich die Landwirtschaft ein ganz klein wenig verbessern könnten. Hä? Irgendwas verstanden? Ich auch nicht. Das sind auch Fragen, mit denen man nichts anfangen kann. Forschungsfragen müssen klar sein, idealerweise einem direkten deutschen Fragesatz nicht länger als eine Zeile. Dann klärt man die Begriffe, anhand derer man die zu vergleichenden Fälle beschreiben will. Definitionen, Begriffsklärungen, wohl wissend, dass man mit jedem Begriff eine bestimmte Perspektive auf Wirklichkeit einrastet und Verantwortung übernehmen muss dafür, anhand welcher Begriffe man seinen Gegenstand beschreibt und zu verstehen versucht. Anhand dieser Begriffe formuliert man Vermutungen darüber, was der Fall sein könnte. Man formuliert also bedingte Hypothesen. Man formuliert also vorläufige Erklärungsmodelle, die einen eine Anleitung dafür geben, was man denn durch Vergleichen sehen könnte, statt aufs Geratewohl irgendwas zu tun. Blicken wir ein wenig auf Hypothesen. Hypothesen sind Aussagen, die man auf ihren Wahrheitsgehalt testen will. Und durch Vergleichsuntersuchungen kann man ganz wunderbar bedingte Hypothesen, also unter bestimmten Bedingungen vermutlich bestehende Zusammenhänge, erforschen. Beispiele: freie Wahlen einer Vertretungskörperschaft, etwa eines Parlamentes, werden zur Responsivität der Repräsentanten gegenüber den Repräsentierten fühlen, etwa weil plötzlich eine Protestpartei ins Parlament kommt, wenn die anderen Parteien Anliegen jenes Teils der Bürgerschaft nicht so richtig berücksichtigt haben, welche diese berücksichtigt hätten sehen wollen, weswegen sie nun eine Protestpartei wählen, was in Deutschland ja angeblich immer wieder mal vorkommt. Also freie Wahlen, eine Vertretungskörperschaft, werden zur Responsivität der Repräsentanten gegenüber den Repräsentierten führen, aber nur dann, wenn diese Wahlen periodisch erfolgen und obendrein in nicht zu kurzen Abständen. Wenn einmal gewählt wird und dann gibt es das Parlament, naja, wieso soll man dann responsiv sein? Wenn alle 10 Jahre gewählt wird, ja, mein Gott, da vergisst man das, worüber man sich aufgeregt hat. Kurz müssen die Wahlperioden sein. Und im deutschen Fall bitte nicht länger als 4 Jahre auf Bundesebene. Und die Einführung von 5-jährigen Wahlperioden auf Landesebene waren des Teufels. Tja, und dann überprüft man den Wahrheitsgehalt dieser bedingten Hypothese, indem man Staaten vergleicht, die sich in diesen 3 Dimensionen unterscheiden. Staaten mit und ohne freie Wahlen seiner Vertretungskörperschaft, Staaten mit und ohne sonderliche Responsivität der Repräsentanten gegenüber den Repräsentierten und Staaten mit und ohne kurze Wahlzyklen. Und das, was man dann findet, wird diese Hypothese entweder bestätigen oder ihr widersprechen oder ganz und gar unklar sein. Ja, wenn die Sachen unklar sind, sollte man diese Hypothese auch nicht frohgemut vertreten,
weil sie anscheinend mal stimmt und mal nicht stimmt. Ein gutes Mittel, um diese analytischen Kategorien plausibel zusammenzustellen, sind eben diese Erklärungsmodelle, bestehen aus einer abhängigen Variable, den unabhängigen Variablen. Das nennt sich ein einfacher Kausalzusammenhang. Wenn zwei Variablen etwas, was ich erklären will, bewirken, dann habe ich einen doppelten Kausalzusammenhang. Hinter den unabhängigen Variablen, gleich ob es 2 oder auch 20 sind, stecken Hintergrundvariablen. Es kann sein, dass die Hintergrundvariable B die Hintergrundvariable A beeinflusst, die unabhängige Variable A und das dann die abhängige Variable. Das ist dann eine sogenannte Kausalkette, die über verschiedene Stationen läuft. Kausalketten können kurz oder lang sein und sie ausfindig zu machen, ist eine der Aufgaben der vergleichenden Fallstudienforschung. Die Kausalketten können auch rekursiv sein. Die Hintergrundvariable B hat einen Einfluss auf die Hintergrundvariable A, hat einen Einfluss auf die Variable A und die Variable A bewirkt ihrerseits wiederum die Hintergrundvariable B. Tja, dann haben wir Feedbackschleifen, rekursive Kausalität. Es kann sogar sein, dass eine solche rekursive Kausalkette eingebettet ist in eine wesentlich größere. Dann haben wir rekursive, vermaschte Kausalketten. Und genau so kompliziert ist die Wirklichkeit. Wenn Sie irgendetwas erklären wollen, sollten Sie damit rechnen, dass die Welt nicht einfacher ist als mindestens so. Und wie sie genau ist, kriegt man eben heraus, indem man verschiedene Fälle vergleicht, entlang seiner Forschungsfrage. Und ehrlich gesagt, billiger kann man es nicht haben. Und dass es auch noch zwischen den unabhängigen Variablen Korrelation geben kann, das ist klar. Und je komplexere Zusammenhänge man untersuchen möchte, umso mehr Vergleichsfälle braucht man. Und weil man die nicht hat, muss man in der Politikwissenschaft immer wieder zur vergleichenden Fallstudienforschung mit ihren etwas diffizileren und differenzierteren methodologischen Vorgehensweisen greifen. Was haben wir noch? Man muss die Vergleichsfälle so wählen, dass die Forschungsleiter den Begriff an ihnen etwas greifen können. Und nötigenfalls muss man sich dann eben dazu bereit finden, seine forschungsleitenden Begriffe, auch sein Erklärungsmodell so weit zu verändern, dass das Erklärungsmodell, dass die am Anfang für forschungsleitende Zwecke ersonnene Theorie zum Untersuchungsmaterial passt. Das ist typisch für Forschung. Man startet mit einer Frage und verändert sie im Laufe des Forschungsprozesses, weil man den Gegenstand besser versteht. Man startet mit einer Ausgangstheorie und modifiziert sie im Laufe des Forschungsprozesses, weil man begreift, dass man am Anfang Wichtiges übersehen oder falsch eingeschätzt hat. Das ist die Theoriearbeit, ohne welche nichts läuft. Es kommt ein weiterer Gedanke dazu, der unglaublich fruchtbar ist und eigentlich auch gar nicht schwer zu fassen. Sie dürfen sich nur nicht von der Einfachheit meiner Darstellung verleiten lassen, den Gegenstand für einfach zu halten. Schauen Sie, das ist ausnahmsweise kein Zylinder, sondern eine Schachtel. Und noch eine Schachtel. Und diese Schachtel, da tut sich irgendwas und raus kommt aus dieser Schachtel nach einiger Zeit das, was immer das ist. Und aus der Schachtel kommt das raus, was scheinbar etwas anderes ist als das da oben, denn Sonne und Mond sind nicht ganz identisch. Die zwei alten Schachteln sind aber ganz identisch, sodass die Frage lautet, wieso kommt denn bei dieser Schachtel das raus und bei jener Schachtel das? Was machen wir? Wir machen eine Vergleichsanalyse. Wir vergleichen die zwei Schachteln. Wir versuchen, in sie reinzugucken. Naja, wie machen wir das? Diesen Vergleich. Wir brauchen analytische Kategorien. Wir brauchen Denkweisen, die uns erschließen, was denn da drinnen sein könnte. Wir brauchen methodische Vorkehrungen, die es uns erlauben, die Oberfläche der Schachtel zu durchdringen. Geeignete Forschungsansätze, Datenerhebungsinstrumente, Datenanalyseinstrumente. Also wir brauchen geeignete analytische Kategorien, wir brauchen Vermutungen, wonach wir in diesen Schachteln suchen sollten und es kann rauskommen, dass in beiden Schachteln ist zwar das gleiche Modul drinnen, aber es funktioniert irgendwie anders. Und genau dieser Unterschied macht den Unterschied im Ergebnis aus. Alles ist gleich, mit Ausnahme von diesem Drum. Merken Sie, was wir hier gemacht haben? Wir haben hier genau die Logik des Experimentierens angewandt. Wir haben zwei Dinge, die wir konstant halten, die sich in genau einem Ding unterscheiden. Und wir suchen,
Was anderes an diesen beiden Fällen unterschiedlich ist und folglich die unterschiedliche Wirkungsweise dieser zwei Dinge erklären könnte. Vergleiche sind nichts anderes als eine Unterform oder als eine gesonderte Ausprägungsform von Experimenten. Die Leitfrage von solchen Dingen, von solchen Fragestellungen lautet, was muss sich an einem System verändern, damit es eine andere Wirkung zeitigt? Was muss sich am Kapitalismus verändern, damit es zu keiner Massenverelendung führt? Was muss sich am Kapitalismus verändern, damit er zu keiner sozialen Spreizung führt? Was muss sich am Kapitalismus verändern, damit er nicht natürliche Ressourcen übernutzt? Ja, das sind nicht ganz unpraktische Fragen. Und wenn man dann verschiedene kapitalistische Systeme darauf untersucht, wo sie sich in den jeweiligen abhängigen Variablen unterscheiden, wenn überhaupt, könnte man vielleicht ausfindig machen, welche andere Module in sie eingebaut sind oder welche andere Wirkungsketten in sie eingebaut sind, damit sie andere Wirkungen zeitigen können. Vergleiche sind Experimente. Die Vergleichslogik ist die Experimentallogik. Gedankenstrich oft. Schauen wir noch auf einige Grundformen des Vergleiches. Zwei berühmte Grundformen hat ein großer englischer Logiker namens Mill ausführlich gemacht. Und ich stelle es Ihnen wiederum ganz einfach dar. Prägen Sie sich die einfachen Bildchen ein. Die restlichen Argumente fallen dann besonders leicht wieder ein. Schauen Sie, da haben wir doch glatt 5 Fälle, die wir aus irgendwelchen Gründen ausgewählt haben, die sehr verschieden sind. Und unsere Forschungsfrage lautet, was ist an diesen unterschiedlichen Fällen trotzdem ähnlich oder gleich, weil sie etwa gleiche Wirkungen zeitigen, obwohl die Fälle verschieden sind, kommen gleiche Wirkungen raus. Also irgendwas muss an ihnen gleich sein. Tja, wie kriegen wir das raus? Üblicher Trick, Nachdenken. Theorien wälzen. Was könnte an ihnen verschieden sein? Hermeneutisches Doppelspiel oder Wechselspiel zwischen Überlegungen, die ich an einen Gegenstand, an Vergleichsgegenstände herantrage und dem, was ich durch Blick auf die Tatsachen an ihnen erkenne, also durch Zusammentragen geeigneter Daten. Verwendung von Datenerhebungsmethoden, Verwendung von Datenanalysemethoden, die uns erlauben, in dieses Zeug hineinzuschauen und schau mal an, was wir da finden. Überall steckt das gleiche Ding drinnen. Ich beantworte also die Frage, was ist an unterschiedlichen Fällen trotzdem gleich oder ähnlich? Indem ich das mache, verwende ich die sogenannte Konkordanzmethode des Vergleichens. Ich nehme sehr unterschiedliche Fälle und schaue nach, was bei ihnen gleich ist. Ja, warum soll ich denn das denn überhaupt tun? Naja, ich möchte allgemeine Strukturen herausfinden. Ich möchte allgemeine Ursachen herausfinden. Ich möchte Typisches herausfinden. Ich möchte Invarianten oder was immer das sein mag, ausfindig machen. Ich möchte zum Beispiel wissen, warum haben sich so furchtbar viele politische Systeme auf der Welt Repräsentationsinstitutionen zugelegt? Und dann vergleiche ich die Repräsentationsinstitutionen der griechischen Stadtstaaten mit denen des Römischen Reiches, mit denen der römischen Kirche, mit den abendländischen Landständern, mit modernen Parlamenten. Und dann sieht man tatsächlich vieles, was gleich ist. Und das beantwortet einem dann sehr klar die Frage, warum sich viele politische Systeme Vertretungskörperschaften beigelegt haben. Die erfüllen nämlich sehr nützliche Funktionen. Also wann immer ich Allgemeines ausfindig machen will, muss ich sehr, sehr unterschiedliche Fälle vergleichen. Die Regel lautet dann, suche möglichst heterogene Stichproben. Oder anders gewendet, vergleiche Äpfel mit Birnen, mit Zitronen, mit Orangen, mit Bohnen, mit Kohlrabi. Suche nach dem, was im Unterschied noch gleich sein mag. Also tue genau das, wovon geistige Simpel glauben, das dürfe man nicht tun. Die zweite Vergleichsmethode fängt so an. Ach Gott, schon wieder lauter gleiche Sachen. Tja. Die Frage lautet, was ist an diesen ähnlichen Fällen trotzdem unterschiedlich? Worin unterscheiden sie sich, obwohl sie so ähnlich aussehen? Naja, wie gehe ich vor? Ja, wie üblich, Theoriebildung, analytische Kategorien, nachschauen und ich kriege meinetwegen raus, in jeder dieser Schachteln sitzt ein kleiner Geist, ein Schwarzer, ein Roter, ein Gelber. Und der führt dazu, dass diese Schachteln unterschiedlich funktionieren, dass diese Systeme
unterschiedliche Wirkungen haben. So etwas nennt sich die Differenzmethode. Differenzmethode meint, dass man nach dem sucht, was selbst unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen noch verschieden oder unähnlich sein mag. Und der Zweck ist, dass man Besonderes ausfindig macht, individuelle Strukturen ausfindig macht, spezifische Ursachen herausfindet. Ja, dann vergleiche ich das parlamentarische Regierungssystem Großbritanniens mit dem parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Oder ich vergleiche die allesamt parlamentarischen Regierungssysteme der 16 deutschen Bundesländer danach, wie unterschiedlich sie funktionieren, obwohl sie allesamt parlamentarische Regierungssysteme sind. Wenn ich nach der Differenzmethode vorgehen will, also das ausfindig machen will, was selbst bei Dingen, die einander sehr ähnlich sind, unterschiedlich sind und relevante Unterschiede in der Auswirkung des Verglichenen machen, dann lautet die methodologische Regel, suche möglichst homogene Stichproben. Und jetzt hoffe ich, dass Sie merken, wo ein geistiger Fehlschluss seinen Ausgang nimmt. Viele glauben, dass nur Vergleiche von Ähnlichem gemäß der Differenzmethode möglich wären. Ich kann nur dann etwas vergleichen, lautet dann die Ansicht, wenn es ausreichend ähnlich ist, um verglichen werden zu können. Ich kann also den Deutschen Bundestag mit dem britischen Unterhaus vergleichen, weil die sind ausreichend ähnlich als demokratische parlamentarische Regierungssysteme. Ich kann den Deutschen Bundestag aber doch nicht mit der Volkskammer der DDR vergleichen, weil das ist doch ein sozialistisches Parlament ohne freie Wahlen. Kann ich nicht vergleichen. Ehrlich gesagt, hunderte von Leuten haben das verglichen und so sehr erkenntnisträchtig. Man kann das sehr wohl vergleichen, wenn eben die Fragestellung sich darauf richtet, was ist bei diesen sehr unterschiedlichen Parlamenten gleich? Konkordanzmethode oder beim Vergleich von deutschem Parlament mit englischem Unterhaus, was ist bei so ähnlichen Parlamenten trotzdem verschieden? Achtung, es ist ein gigantischer Irrtum zu glauben, dass nur Vergleiche von Ähnlichem möglich wären. Und die beruhen allesamt auf der Verwechslung von Vergleichbarkeit mit Ähnlichkeit. Und das ist eine genauso groteske Dummheit wie die Gleichsetzung von Vergleichen mit Gleichsetzen. Vergleichbarkeit meint nicht Ähnlichkeit, sondern je nach Fragestellung vergleiche ich Ähnliches in Bezug auf die Differenzen oder vergleiche ich höchst Verschiedenes in Bezug darauf, was immer noch gleich ist. Und je nach Forschungsfrage muss ich den einen Vergleichsansatz oder den anderen Vergleichsansatz anwenden. Blicken wir auf einige grundsätzliche Vergleichsmöglichkeiten. Und welche davon ich nutze, hängt ausschließlich von der Fragestellung ab, deretwillen ich eine Vergleichsstudie durchführe. Es gibt fallorientierte versus theorieorientierte Vergleiche. Bei fallorientierten Vergleichen gehe ich von einigen wenigen Fällen aus und handle mich zur Theorie hoch. Fußnote, das stimmt nicht ganz, denn in der Fallstudienforschung geht man sehr häufig von sehr präzisen Theorien aus. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist wirklich induktive Theoriebildung, ausgehend von Fällen. Wenn man Grounded Theory betreibt, also vom Gegenstand abgeleitete Theoriebildung, verfährt man genauso. Theorieorientierung meint, man hat erst eine Theorie und diese Theorie sagt einem, welche Fälle man untersuchen muss. Kommunikationswissenschaftliche Studien gehen in der Regel so vor. Sie haben eine Theorie darüber, wie welche Medien auf wen wie wirken. Da muss man die Untersuchungsfälle, Medien und ihre Adressaten entsprechend aussuchen, die Daten erheben, ja, und dann sieht man an den Ergebnissen, ob die Theorie wohl stimmt oder nicht stimmt. Was macht man? Einzelfallstudien in vergleichender Perspektive oder sagen wir Fallstudien, wenig Fallstudien, auf Neuhochdeutsch Small N Studies in vergleichender Perspektive. Man kann Paarvergleiche machen, man kann viele Fälle Theorie generierend, also mit induktiver Theoriebildung vergleichen und so weiter. Konkordanz- oder Differenzanalyse verwendet man, je nach Fragestellung. Und dann gibt es noch jede Menge von Einzelformen des Vergleichs, die man gruppieren kann nach den Vergleichsfällen, nach den Typen von Forschungsfragen und nach dem methodischen Ansatz. Na, was meint das? Vergleichsfälle. Na, was ist das? Na, schauen Sie. Ich kann Staaten miteinander vergleichen. Das sind Staaten die Fälle. Ich kann Regime miteinander vergleichen, etwa Diktaturen mit Verfassungsstaaten. Dann sind die Staaten sozusagen austauschbar. Ich kann Politiken miteinander vergleichen, etwa Sozialpolitik in Deutschland mit Sozialpolitik in England. Ich kann unterschiedliche staatliche Ebenen
und was auf ihnen sich tut, miteinander vergleichen. Etwa das Regieren auf kommunaler Ebene mit dem Regieren auf Landesebene. Ich kann Sektoren miteinander vergleichen, etwa staatliche Aktivität im Bereich der Verkehrspolitik mit staatlicher Aktivität im Bereich der Wohnungspolitik, um zu sehen, worin sich das Politikmachen je nach Politikfeld unterscheidet. Ich kann ganze Gesellschaften vergleichen, Agrargesellschaften mit Industriegesellschaften. Ich kann Kulturen vergleichen, westliche Kultur mit islamischer Kultur. Ich kann Gruppen vergleichen, Eliten mit Nicht-Eliten, CDU-Wähler mit SPD-Wählern. Ich kann historische Vergleiche machen, etwa das römische Imperium mit der zeitgenössischen amerikanischen oder der aufsteigenden chinesischen Hegemonie. All das kann man machen. Und an all das sollten Sie denken, wenn Sie nach Themen für Ihre Seminararbeiten suchen. Vergleichsstudien kann man auch gruppieren nach den Forschungsfragen. Diese nächste Folie will ich jetzt nicht mit Liebe zum Detail besprechen. Ich will nur zeigen, dass Sie, wann immer Sie Fragestellungen für Ihre Seminararbeiten suchen, hier Inspiration bekommen. Wie hängt die Verfügbarkeit von Systemelementen mit der Erfüllung von Systemfunktionen zusammen? Also etwa, wie ermöglicht der erste Aufkommen von Parteien moderne Massendemokratie? Eine ganz wichtige Frage. Wie hängt die Nichtverfügbarkeit von Systemelementen mit der Nichterfüllung von Systemfunktionen zusammen? Also auf welche Weise führt Zensur dazu, dass Legitimationskreisläufe unterbrochen werden? Ein wunderbares Thema für eine Vergleichsstudie. Welche Funktionslogik besitzt in Abhängigkeit von welchen Rahmenbedingungen konkrete Strukturelemente eines politischen Systems? Eine klassische politikwissenschaftliche Vergleichsfrage. Also wie unterschiedlich funktionieren entlang von Parteigrenzen zu bildende Gruppen von Abgeordneten, also Fraktionen, einesteils im parlamentarischen, andernteils im präsidentiellen Regierungssystemen. Klassischer geht es gar nicht. Oder welche funktionalen Äquivalente für die Erfüllung bestimmter Systemfunktionen gibt es? Und welche besonderen Akzente, wie diese funktionalen Äquivalente jeweils für sich funktionieren, sind relevant? Also, von welchen politischen Strukturen lässt sich die Funktion des Staatsoberhauptes erfüllen? Und welche Unterschiede gibt es dann, ob Monarchen, Präsidenten oder der Staatsrat der DDR als Staatsoberhaupt fungieren? Welche multifunktionalen Strukturen gibt es? Und von welchen Rahmenbedingungen ist abhängig, wie gut sie ihre Funktionen erfüllen? Etwa, welche Funktionen, welche Leistung für ein politisches System kann eine Vertretungskörperschaft erbringen, welche ein Gericht? Nicht vergessend, dass die europäischen Parlamente als Gerichtshöfe angefangen haben, dass bis vor kurzem in Großbritannien das Oberhaus das oberste Verfassungsgericht gewesen ist. Und dass in Frankreich die Parlamente bis zur Revolution Gerichtshöfe waren und dass das, was wir Parlamente nennen, dort Ständeversammlungen hieß. Oder welche Formen nimmt, angestoßen von welchen Klassen von Ereignissen und in Abhängigkeiten von welchen Rahmenbedingungen, der Wandel politischer Systeme an? Wann kommt es zu Revolutionen? Wann entsteht Evolution? Wann entsteht Evolution in Sackgassen hinein? Wie wirken institutionell vorgegebene Positionen, Regeln und so weiter sich zur Erfüllung angebbarer Funktionen aus? Also, wie entstehen verlässliche Handlungsketten einer wirksamen Regierungskontrolle? Wie unterschiedlich kann ich wirksame Regierungskontrolle organisieren, in Abhängigkeit wovon? Auch eine klassische Frage des politikwissenschaftlichen Systemvergleichs. Wie wirken einmal eingeschlagene Entwicklungspfade systemprägend? Also wie funktioniert Pfadabhängigkeit im Bereich des politischen Lebens? Das alles sind klassische Fragen für sozialwissenschaftliche Vergleichsanalysen und sie könnten sie stimulieren. Und jetzt will ich mal hoffen, dass wir noch die Folien zur Typologiebildung irgendwo drauf haben. Und wir haben sie glatt und können uns also fragen, wie man Typologien bildet und Vergleichsergebnisse und Vergleichsergebnisse in Typologien einbettet. Also, was ist eine Typologie? Und am Schluss sollte jeder wissen, was eine Idealtypologie im Vergleich zu einer Realtypologie und so weiter ist und wie man bei Vergleichsstudien damit umgeht. Es fängt jede Typologiebildung an mit dem Gleichen, womit alle Wissenschaft anfängt, nämlich mit einer Fragestellung.
Und die Fragestellung, die führt dann zu Vergleichskategorien. In unserem Fall nehmen wir drei, damit es übersichtlich bleibt. Und die Fragestellung führt zur Wahl von Vergleichsfällen. So, die drei Vergleichskategorien, wenn sie voneinander unabhängig sind, wohlgemerkt, die lassen sich als dreidimensionalen Merkmalsraum darstellen. So ungefähr. Und je nachdem, wo ein Untersuchungsgegenstand, ein Vergleichsfall sich auf einer Vergleichskategorie befindet, kann man ihn da eintragen. Also, wenn das die Arbeitslosigkeit ist, hier im Ursprung wäre Arbeitslosigkeit 0, da ganz rechts könnte sein, alle werkfähigen, arbeitsfähigen Leute sind arbeitslos. Vergleichskategorie 2, Lohnkosten. Hier drinnen, Arbeit ist umsonst, da oben astronomisch teuer oder so ähnlich. Also alle Fälle, alle Vergleichsfälle kann man auf jeder Dimension der Vergleichskategorien verorten und folglich sind sie am Schluss im dreidimensionalen Merkmalsraum verortet, je nach ihren Ausprägungen auf den drei Dimensionen. Und wenn sich unsere Vergleichsfälle so sortieren, in unserem dreidimensionalen Merkmalsraum aufgespannt von den Vergleichskategorien, dann sind wir unglaublich glücklich, denn dann haben wir es offenkundig drei Typen von Fällen ausfindig gemacht. Und können ganz stolz in der politischen Vierteljahresschrift eine neue wissenschaftliche Einsicht präsentieren. Sowas mögen wir gerne. Und wenn wir solche Cluster von Fällen ausfindig gemacht haben, dann haben wir eine Typologie, bestehend aus realen Typen, real vorkommenden, real im Datenmaterial vorkommenden und hoffentlich die draußen bestehende Wirklichkeit abbildenden Typen. Sowas nennt sich dann eine Realtypologie. Und so gibt es Realtypologien von Parlamenten, von Parteien, von politischen Systemen, von Verbänden und so weiter. Sie beruhen auf Vergleichsstudien, wo es gelungen ist, die richtigen Vergleichskategorien zu finden, sodass man Strukturen, die in der Wirklichkeit da sind, also Ähnlichkeiten von Fällen im Vergleich zu anderen Fällen, dass man das tatsächlich schön herausarbeiten und vorführen kann. Jetzt weiß aber jeder, dass es auch noch Idealtypen gibt. Ja, was ist denn das? Realtypen sind Cluster von tatsächlich vorkommenden Fällen, von tatsächlich vorkommenden Merkmalskombinationen. Und der Zweck der Suche nach Realtypen, der Zweck der Bildung von Realtypologien besteht darin, Ordnungsstrukturen zu entdecken. Und das geht typischerweise einher mit Vergleichen nach der Konkordanzmethode. Man sucht möglichst unterschiedliche Fälle und versucht herauszufinden, ob sie sich in theoretisch relevanten Dimensionen doch nach bestimmten zusammengehörigen Gruppen gliedern lassen. Idealtypen sind etwas ganz anderes. Idealtypen sind Konfigurationen von Extremwerten, Konfigurationen von Extremwerten auf den Vergleichskategorien. Und ihr Zweck besteht darin, dass man gedanklich die Funktionslogik von Extremkonfigurationen durcharbeiten, verstehen, erklären kann. Das ist das, was Max Weber Gedankenexperimente genannt hat und was man heute im Weg der Computersimulation macht, wo man einfach Extremzustände von Systemen simuliert und dann sieht, was nach so und so vielen Systemrunden herauskommt. Und Idealtypen dienen außerdem der Analyse realer Fälle, realer Merkmalskombinationen, um zu sehen, ob eine Theorie, wie die Wirklichkeit angeblich strukturiert ist, mit dem übereinstimmt, was einem der Blick auf die Wirklichkeit lehrt. Ob also hinter Idealtypen tatsächlich etwas steht, was in der Wirklichkeit vorhanden ist, oder ob sie rein eingebildet sind. Und das wird klar anhand der nächsten Folie. Davor sei noch hingewiesen, dass das Arbeiten mit Idealtypen, das Ausarbeiten von Idealtypen genau die Schnittstelle ist hin zur mathematischen Modellierung von politischen Prozessen, zu dem, was man nennt Positive Political Theory, was auf Anfängerniveau nicht zu erörtern ist, was aber eine sehr lohnenswerte Beschäftigung ist, alledem nachzugehen. So, nun schauen wir uns an, was wir mit Idealtypen anstellen können. Und ich bleibe bei dreidimensionalen Idealtypen, weil man das eben am schönsten mit einiger Komplexität gleichwohl darstellen kann. Es fängt wie immer an mit einer Fragestellung. Die Fragestellung führt zur Theoriearbeit. Aus der Theorie erkennen wir, dass wir mit mindestens drei Vergleichskategorien arbeiten sollten. Ja, die Theorie sagt uns auch, dass wir auf etliche Vergleichsfälle und zwar auf genau die folgenden in der Wirklichkeit zu blicken hätten. So weit geht es wie bei einer Realtypologie. Wir bauen nun unseren dreidimensionalen Merkmalsraum auf,
Kann auch ein zweidimensionaler sein, kann auch ein 18-dimensionaler sein. Aber den 18-dimensionalen können wir uns nicht mehr anschaulich vorstellen. Darum hören wir meistens bei dreidimensionalen auf. Und jetzt kommt das Entscheidende. Eine Idealtypologie wird so gemacht, dass man Extremwerte betrachtet. Wie schaut ein Fall aus, der bei allen drei Vergleichskategorien den Extremwert hat, der genau hier sitzt? Wie schauen Ausfälle, die genau die gegenteiligen Extremwerte haben? Und wie schauen Ausfälle, die bei jeder der Vergleichsvariablen genau in der Mitte liegen? Wir definieren also zwei Extremfälle und wir definieren einen Normalfall oder Modalfall oder Mittelfall, wie immer das im Einzelnen genannt werden mag. Damit haben wir jetzt nur Theoriebildung geleistet und vielleicht kauft uns das jemand ab, indem wir sagen, wir haben ein Instrument gefunden, um die Welt der politischen Systeme anständig übersichtlich zu ordnen. Es gibt zwei Extremtypen und einen Mediantyp. Naja, nicht schlecht, aber es kann weitergehen, denn das Spannende ist jetzt, wie sich die wirkliche Welt zu unserer idealtypischen Theoriebildung verhält. Das heißt, wir erheben Daten über unsere Fälle und ordnen die ein in den dreidimensionalen Merkmalsraum. Und schauen Sie mal, bei dem Beispiel, das ich jetzt gemacht habe, haben wir eigentlich so richtig Glück, das man in der Wirklichkeit oft nicht hat, denn wir kriegen tatsächlich zwei oder sagen wir mal zweieinhalb Typen heraus. Die Fallgruppe A, die Fallgruppe B, die liegt zwar schon nahe bei der Fallgruppe C, aber man kann sie trotzdem unterscheiden. Wir kriegen drei oder zweieinhalb richtige Cluster von Fällen raus. Und die verteilen sich doch ei der Daus auch noch halbwegs so, wie unsere Theorie die Verteilung erwartet. Der eine liegt näher beim Idealtyp rechts oben, der andere liegt näher beim Idealtyp links unten. Naja, dass es genau in der Mitte nichts gibt oder nicht so recht was gibt, sondern eher verzogen zum gelben Idealtyp, das löst Anschlussbedarf an Forschung aus. Das müssen wir doch ausfindig machen. Das, was ich Ihnen jetzt vorgeführt habe, abstrakt, nennt sich Interpretation von Fallgruppen, die man bei der Vergleichsforschung ausfindig gemacht hat, im Licht von Idealtypen, in denen man die vorgängige Theoriearbeit zusammengefasst hat. Und Zusammenfassung ist das richtige Wort für den Schluss der Stunde. Was ist eine Typologie? Eine Typologie ist, wie wir es gesehen haben, ein mehrdimensionaler Merkmalsraum, dessen Dimensionen durch Vergleichskategorien gebildet werden. Und wir machen das, weil wir innerhalb dieses Merkmalsraums Vergleichsfälle anhand von Vergleichskategorien sortieren können. Und wenn sich dabei Cluster von Vergleichsfällen finden, dann hat man Realtypen gefunden, hat also etwas über die Struktur der durch Vergleichsstudien untersuchten Wirklichkeit ausfindig gemacht. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass Vergleichsforschung nicht nur möglich ist, sondern auch interessant ist. Und vielleicht kriegen Sie Lust, im Laufe Ihres Studiums die eine oder andere sorgfältige Vergleichsstudie zu machen. In dem Sinne, tschüss, bis nächste Woche.